Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play. Diesmal nicht Minecraft und auch nicht Left 4 Dead und auch nicht StarCraft, sondern Amnesia. Die meisten sollten es kennen, diejenigen, die es nicht kennen. Ihr habt echt Glück, ey. Ich habe das normale gespielt, das war echt abartig, zusammen mit einem Kumpel. Der hat übrigens meinen Verstärker gefetzt, weil er sich so erschreckt hat und weggerannt ist. Aber naja. Und das hier ist jetzt irgendwie so eine Erweiterung. Keine Ahnung, woher die jetzt kommt. Zum Pipapo. Sieht von meinem Entwickler aus. Und die heißt Just Sign. Ja, ich starte einfach mal das Spiel. Ich habe absolut keinen Plan, was einem erwartet. Ich habe mir extra Mario-Musik vorbereitet, falls es zu brutal wird für mich. Weil das normale Spiel war echt schon richtig heftig. Und ich habe eigentlich keine Lust, 15 Minuten zu spielen, danach an einem Herzinfarkt zu sterben. Ja, jetzt ladet es. Die Musik übrigens sehr toll wieder. Erzeugt die richtige Stimmung für Partys und so. Dann kriegt man richtig Lust auf Cocktails und Tanzen. Und oh, jetzt geht's los. Mal ganz kurz still. Na toll, da ist ja unser Freund. Da steht einfach schon ein Zombie an der Tür. Saugeil, echt saugeil. Aha, also wir spawnen hier direkt mal in einem Zimmer. Ist ja auch logisch, dass man das ab und zu mal tut. Nach einer richtig fetten Party weiß man ja oft nicht, wo man landet. Na, wie drehe ich denn den Scheiß? Ewig nicht mehr gespielt. Na? Ah, die Richtung, alles klar. Ach Gott, Französin. Klick. Dann geht auch mal gleich die Tür auf. Ja, die Tür bricht natürlich auf. Die Physik ist atemberaubend in dem Spiel. Nein, Scherz, die sind aber echt wirklich gut eigentlich. Ja, die Atmosphäre ist natürlich hier wieder voll für den Arsch. Man sieht einfach nichts. Man hat einfach das Gefühl, an jeder scheiß verkackten Ecke ist irgendwas. Jawohl. Zwei Wege. Und behinderte Geräusche. Staub, das ist natürlich hier, ne? Komische Geräusche wieder mal. Ich muss zugeben, Amnesia ist nichts für schwache Nerven, nur für Leute, die einfach nur einen kompletten Schuss haben, absolute Langeweile. Und ich muss ein bisschen sagen, ich spiele es gerade ziemlich ungern, weil ich habe das normale nicht mit dem Headset gespielt. Da ich das hier aber aufnehmen will, bin ich ein bisschen gezwungen, ein Headset zu tragen. Und ganz ehrlich, die Sounds, die sind einfach nur krank, pervers und total asozial. Bei mancher kommt... Was war das denn? Ja, wie gesagt, da kommen manchmal einfach so asoziale Töne. Was zum Drachen war das denn? Also da war gerade ein Viech. Mein Herz pocht gerade. Ich hoffe gerade, dass das Spiel wenigstens Schatten anzeigt. Oh, es latscht da rum. Saugeil. Oh, es atmet. Hammermäßig. Echt cool. Also an alle Leute, die jetzt hier zuschauen, nicht wundern, wenn ich jetzt einfach voll Kanne auf Escape hau. Weil so witzig finde ich das gerade eigentlich nicht so. Alter, das Vieh hat einfach Asthma oder so. Sind das jetzt meine Schritte gewesen oder das von dem Vieh? Oh, es macht Kerkertüren auf. Hoffentlich nicht bei mir, weil dann bin ich echt gefickt. Ja, ich glaube, die Stelle muss ich jetzt zensieren. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich traue mich mal langsam raus. Nee, es ist weg. Ist wahrscheinlich eh nicht. Das kommt jetzt von einem Eck und erschreckt mich und ich.
Hier hängt eine arme Sau drin. Gerade übrigens sehr emotional nach seiner. Hä? Ich habe gerade absolute Nullpeilung, was hier überhaupt Geschichte ist. Also ich interpretiere. Wenn ich springe, hört man eine weibliche Stimme. Das heißt, ich bin auf jeden Fall mal weiblich. Schon wieder saubehinderte Töne. Echt geil, Geräusch. Ich glaube, ich wiederhole mich langsam. Spooky Stimmen. Passiert ja oft im realen Leben. Läuft einfach rum, hört Stimmen. Denkt sich so, ach, das ist ja normal. Und dann sagt das andere Ich ja, nein, das ist nicht normal. Geh zum Arzt. Ja, hier kann man runter, ich will aber nicht runter. Ja, eigentlich möchte ich ja dem Typen gern helfen, nur ich hab eigentlich. Na, ich denke mal, zuschauen ist hier deutlich einfacher. Wenn man selbst spielt, hat man echt einen Puls von 200. Es platzt einem quasi die Brust. Im ganzen Gepochere. Sogar mein Deutsch stirbt bei dem Spiel. Ja, ich kann nicht hören. Ja, ja. Ich hoffe doch auch, dass die Dinge hier richtig laufen. Also hier ist das Vieh entlang gelaufen. Ich könnte ja mal hinterher. Glaube ich. Nein, ist es nicht. Forgive me. Hä? Ach nee, komm. Geschichte will hier echt keiner wissen. Das fehlt hier wahrscheinlich noch. Ja, ich habe jetzt jede Tür. Scheint so, ob ich hier... Ich bin not Butch. Okay, meine Englischkenntnisse hier, ne? Wieder erschreckend schlecht. Ja, ich bin einfach aufgewacht. Ich glaube, ich habe da eigentlich ein ganz mieses Gefühl. Ja, nee, ich will das eigentlich auch nicht. Da ist gerade irgendwas runtergegangen aus seiner Brust. Ich möchte den Mann eigentlich nicht töten. Warte mal, hier gab es noch mal so ein Mementos. Cool. Keine Erinnerung. Ja, wir sind hier bei Hangover 3 übrigens, ne? Die anderen sind jetzt tot. Ich bin der einzige Überlebende hier. Ich suche meine Heimat. In diesem Fall... Ach Gott. Ey, ich peil's nicht. Wie soll man den retten? Irgendwas muss ich da übersehen haben. Ja, man muss auch noch erwähnen, Amnesia ist jetzt nicht nur komplettes Horrorspiel, sondern auch so ein kleines Rätselspiel, wo man kleinere Rätsel lösen muss, für die man meistens Stunden braucht, weil sie teilweise echt behindert sind, aber teilweise echt gut gemacht. Boah, Alter, ey. So langsam könnte ich den Typen aber echt umbringen. Immer wieder im selben Schwallen. Na, renn doch mal schneller hier. Blöde Schnäpfe. Wie man jetzt hier hochkommen soll, ist mir auch ein Rätsel. Könnte mal einer ganz kurz die Gravitation ausschalten oder so, das wäre echt lieb. Boah. Ja, ich glaube, es ist unausweichlich. Ich glaube, das... So. Ja, echt cool. Man muss hier Leute töten, Alter. Ich glaube, wir sind hier bei Saw. Nur, dass mir Saw etwas sympathischer ist, weil es einfach nur hohl ist, anstatt gruselig. Und nein, ich gucke keinen Saw. Ich könnte auch mal an dieser Stelle ein paar Grüße rausschicken. Zum Beispiel an den lieben Krutze. An den lieben Michael, der Rotten.com nicht kennt. An den... Was? An den Inder. Also hier der Daniel. An den Depressiven.
Also der Philipp. Alter, ey. Jetzt schon wieder eine Asthma. Dann an Maximilian, den die meisten kennen von seinem echt coolen Namen Tobi is a good boy 94. Ist überhaupt nicht kompliziert oder so, ja. Wen haben wir denn noch? Da haben wir noch Schwarztee, den Sian. Unser kleiner Brasilianer. Echt guter Musiker, muss man mal erwähnen. Ne, da gehe ich jetzt nicht lang. Echt cooler Typ. Dann haben wir hier noch den Moritz, den die meisten aus Diablo kennen. Echt cleveres Bürschchen. Dann haben wir Tobi, der es nie schafft, auf Level 10 zu kommen. Auch liebe Grüße an ihn, mein Mathe-Kollege. Und dann haben wir noch Yannick, mein Informatik-Kollege hier. Zwar ein bisschen verpeilt, aber echt gut in Diablo, muss man sagen. Hängt ja auch im Informatikunterricht nur im Forum ab. Und dann möchte ich noch meine Omas grüßen. Ja, eigentlich ja nicht. Ich kenne ja gar keine. Ja, hier ist, hat jemand Nasenbluten gehabt. Ist entlang gelaufen, hat ein bisschen viel Blut verloren. Hier geht's irgendwie runter. Ach, guck mal da, da haben wir vorhin das Vieh gesehen. Wie erleichternd. Echt cool. Möchte ich die Tür aufmachen? Nein, ich möchte sie nicht aufmachen. Oh mein Gott, ich habe sie geöffnet. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Vielleicht stirbt ja noch jemand dran.